Ein ruhiges Plätzchen ist es hier, irgendwo an der Donau zwischen Krems und Wien, hier mitten im Tullnerfeld. Gleich hinter mir, da bleiben die Radler stehen bei einer Jausenstation und ziemlich skurril sieht es aus, wenn man hinten hinschaut. Da steht nämlich ein Kernkraftwerk. Es ist das einzige Kernkraftwerk Österreichs und das nächste Kuriose, es ging nie in Betrieb. 50,47% entschieden sich während einer Volksabstimmung damals dagegen, dass dieses Kernkraftwerk hier in Zwentendorf in Betrieb gehen soll. Ja, und seit damals steht's still. Seit 41 Jahren ist es außer Betrieb und produziert keinen Strom. Na, ein bisschen doch. Mittlerweile gibt's hier Solarstrom, der produziert wird. Auch wenn es ein Milliardengrab ist, war dieses Kernkraftwerk in den letzten 41 Jahren doch nicht ganz unnütz. Es diente zum Beispiel als Ersatzteilspender für ähnliche Kernkraftwerke oder Kernkraftwerke der gleichen Bauart. Und außerdem wurden hier Schulungen durchgeführt und mittlerweile ist es auch eine interessante Event-Location. Und ich befinde mich hier gerade bei der ABC Star Blogger Konferenz und die findet dieses Jahr hier im Kernkraftwerk statt. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man hier dieses Kraftwerk bei Führungen hier ganz offiziell anschauen kann und in Bereiche vordringen kann, wo man sonst nie hinkommen würde. Es ist verrückt, heute ist es eine Event-Location und vor 41 Jahren war dieses Gebäude hier ein richtiger Zankapfel in Österreich. Hier im AKW Zwentendorf, da kann man in Bereiche vordringen, wo es sonst nicht möglich wäre, diese irgendwie als Zivilperson anzusehen. Vor Strahlung braucht man sich hier nämlich nicht fürchten, denn das Kernkraftwerk war ja nie in Betrieb und da kommt man in Gegenden, wo man eigentlich sonst als Mensch nie hinkommen würde, weil es viel zu gefährlich wäre und die Strahlung viel zu hoch wäre. In der Warte, da steht die Uhr auf 5 Minuten vor 12 und diese analoge Uhr, die wurde montiert, weil dieses Gelände hier für einen Hollywood-Film vorbereitet wurde. Ursprünglich hing dort einmal eine digitale Uhr. Und jetzt sind wir in der Brennelemente-Wechselhalle und es ist wirklich spannend, denn 99% kann man hier noch sehen in diesem Kernkraftwerk. Also nur 1% wurde hier ausgebaut. Manche Teile wurden zum Beispiel als Ersatzteile für andere Kernkraftwerke oder Gaskraftwerke verwendet. Hier hinter mir, da kann man jetzt direkt in den Reaktor sehen. Hier werden auch die Brennstäbe, wenn das Kernkraftwerk in Betrieb wäre. Und gleich nebenan, da befindet sich ein zweites Becken, wo die Brennstäbe gelagert werden können. Und mit diesem 60 Tonnen schweren Reaktordruckbehälterdeckel wird dann der Reaktor verschlossen.
Also ich finde die Technik ja absolut faszinierend und finde es absolut spannend, hier durch dieses Kernkraftwerk zu gehen. Ich bin aber ehrlich gesagt trotzdem froh, dass es nicht in Betrieb ist. Ideen gab es viele, was man aus so einem Kernkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist, machen könnte. Friedensreich Hundertwasser hatte zum Beispiel die Idee, hier ein Museum mit gescheiterten Technologien einzurichten. Neben Seminaren und Schulungen ist heute das Kernkraftwerk Zwentendorf eine beliebte Party- und Event-Location. Und wenn du hier auch bei einer Führung mit dabei sein möchtest, dann schau einfach auf die Website der EVN, der Betreiberin des Kernkraftwerks. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Gefällt mir da. Schreib einen Kommentar für Fragen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei Zugreisen und Abenteuern. Tschüss, Servus und Baba aus Zwentendorf in Niederösterreich.